Hallo ihr Lieben, ich bringe euch wieder eine Liebeslegung mit für meine Klientin. Sie möchte gerne wissen, wie es mit ihrem Herzensmann weitergeht, ob es nur eine Affäre werden kann oder ob daraus mehr wird. Dazu habe ich jetzt die Engelkarten gezogen und ich finde gleich zwei Sachen ganz, ganz toll an dieser Legung. Und zwar habe ich hier Seelengefährte. Ja, dies ist ein Seelengefährte. Und ich habe hier noch deinen Seelengefährten herbeirufen. Deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen euch zusammenzubringen. Das heißt für mich sehr, sehr stark, dass ihr beiden Seelengefährten seid, dass ihr Seelenpartner seid. Und deswegen denke ich auch, dass da viel, viel mehr als eine Affäre möglich ist. Jetzt momentan sieht es so aus, dass hier momentan nur ein Flirt zwischen euch ist. Also das Ganze ist für ihn momentan nur ein Flirt und das Ganze ist für ihn auch sehr unbeschwert, weil man hier ja auch haben, lass andere an deiner unbeschwerten Energie teilhaben. Aber es ist viel, viel mehr als nur eine Affäre. Also diese Angst kann ich meiner Klientin wirklich nehmen. Und weil wir hier ja schon von Angst sprechen, habe ich hier die nächste Karte. Du darfst ohne Angst lieben. Mach dein Herz auf, um die höchste aller Energien zu geben und zu empfangen. Das heißt, du hast hier sehr, sehr viel Angst, was ihn betrifft. Ob er Gefühle für dich hat, ob es nur eine Affäre ist. Also diese Karte möchte dir sagen, dass du keine Angst haben musst. Du darfst ohne Angst diesen Mann lieben, denn er ist dein Seelengefährte. Und Seelenpartner sollen einem ja auch immer zeigen, was hier noch zu lernen ist. Und bei dir sind anscheinend hier sehr, sehr viele Ängste noch im Unterbewusstsein. Und vielleicht auch Ängste, wo du dir denkst, ich bin ja gar nicht so liebenswert oder mich kann man ja irgendwie auch nicht lieben. Und da habe ich schon die nächste Karte. Du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert. Das heißt, du vertraust dem Ganzen vielleicht auch nicht so recht, weil ich hier auch noch die Karte habe, Vertrauen. Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben. Das heißt, bei dir sind anscheinend im Unterbewusstsein sehr, sehr viele Ängste. Vielleicht hast du auch nicht das Vertrauen, dass man dich lieben kann. Du fühlst dich vielleicht nicht liebenswert. Und diese Karten möchten dir jetzt sagen, es gibt bei dir etwas zu lernen. Nämlich die Geduld und das Vertrauen in diese Situation. Du sollst lernen, dass du es verdienst, geliebt zu werden. Und du sollst lernen, zu merken, dass du liebenswert bist. Und du sollst auch lernen, hier ohne Angst zu lieben. Das ist jetzt für dich deine nächste Lernaufgabe und deswegen ist dir dieser Mann auch geschickt worden, dieses Verhalten, das er jetzt momentan an den Tag legt. Es ist zwischen euch eine ungeheure Leidenschaft. Erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu springen. Also ihr habt leidenschaftliche Gefühle füreinander. Ihr seid unbeschwert beieinander und es sind hier romantische Gefühle da. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Das gilt jetzt für ihn als auch für dich. Ihr habt romantische Gefühle füreinander. Momentan scheint es so zu sein, dass es hier dass ihr sehr viel flirtet oder dass es einfach so ausschaut, als ob es ein Flirt ist. Aber das ist es nicht. Da sind auch romantische Gefühle dabei. Das Ganze kann auch wachsen zwischen euch, weil ihr eben Seelengefährten seid. Ihr habt eine Leidenschaft füreinander. Aber du sollst dem Ganzen jetzt auch wirklich vertrauen. Und du sollst auch an dir arbeiten, an deinen Ängsten arbeiten und an deinen Glaubenssätzen auch arbeiten. Du denkst vielleicht, du bist nicht liebenswert. Das stimmt aber nicht. Diesen Glaubenssatz, du bist liebenswert, sollst du in dein Leben integrieren, denn das bist du. Und mit dieser Karte möchte dir noch sagen, dass ihr auch über Telepathie miteinander kommuniziert. Das heißt, ihr denkt vielleicht im selben Moment aneinander,
Vielleicht begegnet ihr euch in Träumen, vielleicht weißt du, was er sagen möchte, bevor er es ausgesprochen hat oder umgekehrt. Das ist natürlich auch typisch für Seelengefährten. Also seid ihr sicher, dass es gibt, dass Gefühle da sind. Sie sind natürlich noch ausbaufähig, das ist natürlich klar. Aber die Grundbasis hier mit den romantischen Gefühlen ist schon mal da und auch die Leidenschaft ist da. Und ich habe hier noch die Karte. Neue Liebe. Eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Das kann jetzt auch wirklich sein, dass dein Herzensmann wieder auf dich zukommen wird, dass sich das Ganze wieder aufwühlen wird. Oder es kann sein, dass ein neuer Mann in dein Leben kommt, der das Ganze wieder oder der dir wieder ja, Schmetterlinge in den Bauch bringt und dein ganzes Gefühlsleben durcheinander bringt. Aber auch das ist eine Lernaufgabe. Es werden ja oft Menschen geschickt, um eine Lernaufgabe zu erledigen. Und es kann jetzt wirklich sein, dass er auf dich zugeht, wo ich sogar sehr sicher bin, weil wir hier wirklich sehr, sehr positive Karten auch haben, dass ihr Gefühle füreinander habt und die Leidenschaft da ist, dass ihr Seelenpartner seid, dass wirklich er wieder auf dich zugeht und dadurch deine romantischen Gefühle aufwühlt. Oder wirklich ein neuer Mann in dein Leben kommt, der hier quasi dir zeigen möchte oder dich an deinen Lernaufgaben mit der Angst loslassen, mit dem neuen Glaubenssätzen und mit dem Vertrauen in das Ganze, dass er dir das wieder näher bringt, dass dieser Mensch kommen muss, um wieder an deinen Lernaufgaben zu arbeiten. Also sehr, sehr positiv ist hier diese Legung für dich. Also hab einfach Vertrauen in das Ganze. Es sieht sehr, sehr gut aus und ja, also es gilt natürlich auch zu arbeiten, vor allem hier an diesem Glaubenssatz, du bist liebenswert, denn dann strahlst du das natürlich auch nach außen aus. Schauen wir uns eine Botschaft für dich an, was dein Herzensmann für eine Botschaft hat. Oh, sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Das heißt, auch er spürt diese sexuelle Vereinigung und diese sexuelle Verbindung und diese Leidenschaft zu dir. Also ihr habt eine sexuelle Anziehung, die enorm ist. Aber das soll jetzt für dich nicht heißen, dass es nur eine Affäre ist. Das ist es nicht, weil ihr ja Seelenpartner seid und ihr sollt auch voneinander lernen. Aber die sexuelle Anziehung, die ihr beide habt, ist einfach total groß. Also nicht nur, dass eine Affäre möglich ist. Nein, da ist viel, viel mehr Potenzial auch da. Aber wie gesagt, die sexuelle Ebene ist bei euch wirklich sehr enorm. Dann ziehe ich noch eine Karte, eine Zeitkarte, um zu schauen, wann diese neue Liebe oder dein Herzensmann auf dich zugehen wird. Also wann dieses Hoch passieren wird. Schauen. Oh, es geschieht innerhalb 4 bis 7 Wochen. Das heißt, die nächsten 4 bis 7 Wochen sind für dich sehr, sehr interessant. In den nächsten 4 bis 7 Wochen wird sich hier auch einiges für dich tun, aber diese Karte möchte dir auch sagen, in den nächsten 4 bis 7 Wochen an diesen Ängsten arbeiten, am Vertrauen arbeiten, dass du in das ganze Vertrauen setzt, dass du dich in Geduld übst in den nächsten. Also in den nächsten 4 bis 7 Wochen wird hier sehr viel in deine Richtung passieren und du sollst auch wirklich an deinen Lernaufgaben, wie ich sie vorher schon erwähnt habe, auch in den nächsten 4 bis 7 Wochen arbeiten. Wenn du noch Fragen hast, schick mir einfach eine Mail. Alle anderen können gerne meine Aktion bis nächsten Montag in Anspruch nehmen. Du bekommst jetzt eine Videolegung um 15 € statt 30 €. Schreib mich einfach an, ich freue mich. Tschüss!